Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Phoenix Reisen TV. Was braucht es eigentlich für eine gelungene Kreuzfahrt? Okay, natürlich ein schönes Schiff. Dann brauchen Sie wunderbare Ziele, hervorragendes Wetter und eine motivierte Mitarbeitercrew, die sich zu Ihrem Wohl verwendet, um Ihre Kreuzfahrt unvergesslich zu machen. Auf MS Albatros zum Beispiel arbeiten gleich 340 Menschen am Wohl des Gastes, also an ihrem Wohl. Vom Kapitän bis zum Tellerwäscher oder in die Wäscherei tief unten im Bauch des Schiffes. Kulinarische Genüsse sind natürlich auch elementar für das Wohlbefinden an Bord. Wie heißt es so schön? Essen und Trinken halten ja Leib und Seele zusammen. Das ist auf einem Kreuzfahrtschiff natürlich auch so. Heute möchte ich Ihnen einmal drei Personen vorstellen, die hart genau an ihrem Wohl neben all den anderen guten Geistern an Bord arbeiten. Das ist zum einen mal der F&B-Manager, dann ist es natürlich der Küchenchef und der Supervisor. Lernen Sie also drei Menschen kennen, die für Sie arbeiten, damit Sie einen wunderbaren Urlaub haben. Und was die da tun, das schauen wir uns jetzt einmal gemeinsam an. Ihnen viel Vergnügen. MS Albatros, der klassische Ozeanliner von Phoenix Reisen. Hier in gemütlicher und ungezwungener Atmosphäre fühlen die Gäste sich wohl. Auf den weitläufigen Außen- und Promenadendecks spürt man noch die großzügige Bauweise klassischer Kreuzfahrten. Aber auch kulinarisch hat MS Albatros viel zu bieten. In den schicken Restaurants verwöhnt das eingespielte Sea Chefs Hotel- und Restaurantteam seine Gäste. Hinter den Kulissen läuft alles von langer Hand geplant und wie am Schnürchen. Verantwortlich für den Küchenbereich ist Sebastian Glidda, ein Executive Head Officer mit Erfahrung. Ich habe verschiedene Hotels gearbeitet, Sterneläden in der Schweiz, Österreich, Deutschland, normale Lehre als Koch gemacht. Habe vor 15 Jahren auf Schiffen angefangen und dann, wie jeder andere auch, im normalen Beruf meinen Weg nach oben gearbeitet. Okay. Ja, und bin jetzt seit fast 10 Jahren ein Küchenchef. Ja. Und was hat dich gereizt, auf dem Kreuzfahrtschiff zu arbeiten? Die Welt zu sehen, die Welt kennenzulernen, die verschiedenen Kulturen, die verschiedenen Speisen, verschiedene Gerichte, verschiedene Märkte zu sehen. Ja. Wie viele Menschen arbeiten jetzt, damit heute Abend das Essen alle für uns ist? Insgesamt haben wir 62 in der Küche. Und davon sind aber auch Nachtarbeiter, wie die Bäcker oder auch die Utilities, die Cleaner. Und insgesamt sind jetzt 40 Köche am Arbeiten für heute Abend. Oder erstmal fürs Mittagessen heute und dann für heute Abend fürs Gala. Ja. Ja, also wir haben hier drüben haben wir die kalte Küche, wo die ganzen Vorspeisen gemacht werden. Kalte Vorspeisen, Tea Time, Sandwich, Früchte, Käse. Alles, was aus dem kalten Bereich kommt, wird hier gemacht. Die ganzen Früchteschnitzereien, die wir als Dekorationen für die Buffets nehmen, das wird hier vorbereitet. Also einmal die warme Küche, auch aufgeteilt in verschiedene Sektionen. Wir haben hinten das Gemüse, wird jetzt Gemüse gerade vorbereitet für heute Mittag, fürs Lunch und auch schon für heute Abend. Da hinten sind auch die ganzen Kessel, wo die Suppen gekocht werden. Da haben wir eine Person dafür, die macht die ganzen Suppen alleine. Fleischkoch, Fischkoch, das wird hier in der warmen Küche gemacht. Hat die Reiseroute Einfluss auf das, was ihr hier kocht?
In einem gesunden Mittelmaß, würde ich sagen. Wir müssen natürlich auch die Sachen anbieten, die in der Heimat vorkommen. Das mögen die Deutschen gerne, dass wir auch mal eine Roulade anbieten oder so. Aber wenn wir die Möglichkeit haben, dann gehen wir natürlich raus auf die Märkte, kaufen frisch ein. Lokale Produkte, Gemüse, Früchte, Fisch, was das alles so hergibt. Aber dann ist es schon lustig, wie jetzt, wir waren gestern in der Drang auf dem Markt und haben sämtliche Blumen aufgekauft an einem Stand. Und das ist natürlich für die Leute ein riesen Highlight. Ja, das ist so das Monatsgeschäft an einem Tag. Sind sehr glücklich, sehr zufrieden und für uns ist es natürlich auch schön, wenn man die Leute lachen sieht und sie sind dann zufrieden. Zufrieden ist auch Andreas Vespermann, der Food and Beverage Manager, zuständig eben für Speisen und Getränke. Also Food and Beverage Manager ist einer der schönsten Berufe, die es gibt. Ich bin hier verantwortlich für die gesamte Gastronomie an Bord und für die Logistik. Im Prinzip sorge ich mit meinem großen Team, was besteht aus Küche, Bar, Restaurant und den Provianträumen, dass hier jeden Tag die Gäste verpflegt werden und wir viele schöne gastronomische Events den Gästen präsentieren und natürlich, dass wir immer weltweit genug Essen und zu trinken an Bord haben. Das ist so die Hauptaufgabe. Eine planerische und logistische Meisterleistung. Immer genau das an Bord zu haben, was der Gast wünscht. Das ist natürlich ein Ergebnis von Planung und Erfahrung. Und die hat der Food and Beverage Manager von MS Albatros reichlich gesammelt. Nach meiner Ausbildung war ich im Urlaub und lag am Strand und dann auf einmal fuhr ein großes weißes Kreuzfahrtschiff vorbei und dann habe ich gedacht, Mensch, das wäre doch mal was, einfach ein bisschen weite Welt, einfach mal rauskommen aus Deutschland. Ja, und da habe ich mich beworben und bin auch genommen worden und dann ging die Karriere los mit 19 Jahren, dann nach Hongkong geflogen und das erste Mal auf ein Schiff aufgestiegen. Und ich erinnere mich gerne, weil das erste Schiff vergisst man ja nicht. Es war eine sehr anstrengende Zeit, auch viel Neues, viele neue Erfahrungen. Ja, und dann bin ich dort geblieben, weil man natürlich das Reisen und das ganze, die ganze Action an Bord doch einfach ganz toll fand. Und so bin ich jetzt mittlerweile 16 Jahre auf Schiffen, auf Kreuzfahrtschiffen unterwegs. Die Albatros ist jetzt mein 7. Schiff und ist ein sehr schönes Schiff. Ja, also ein richtiger Seemann geworden. Ein Seemann, ein Planer, ein Logistiker. Ja, einmal ist es die Logistik, denn hier an Bord, gerade wenn man auf Weltreisen ist und fern von Heimat, ist es natürlich sehr, sehr kompakt und komplex, das Thema. Die vielen Lebensmittel, die vielen Getränke immer so an Bord zu haben, ausreichend in einer guten Qualität und natürlich auch in einer guten Vielfalt, um die Gäste eben weltweit mit den bekannten Produkten zu versorgen. Das ist so die Hauptaufgabe und natürlich das Leben an Bord, denn man arbeitet in einem großen Team jeden Tag lange Zeit an Bord und da immer die gute Motivation zu haben, das gute Teamwork, das ist eigentlich so die Herausforderung auf einem Kreuzfahrtschiff. Aber wir sind sehr professionell, wir machen das natürlich auch schon ein paar Jahre und hat man natürlich auch viele Erfahrungen gesammelt und für uns macht ja auch so eine Weltreise immer richtig viel Spaß, die fremden Länder und die vielen Ziele. Ja, und die Gäste immer bei Laune zu halten, das ist natürlich unsere tägliche Herausforderung. Eine Herausforderung, die das eingespielte Team auf MS Albatros täglich annimmt. Gut gelaunt und immer frisch. Apropos frisch, wagen wir doch einmal einen Blick ins Kühlhaus. Ja, hier sind wir jetzt im frischen Paradies. Ich muss sagen, die Gurken, die sind aus Manila. Super Qualität gewesen. Kann man gar nicht anders sagen. Die wachsen ja dort nur in den höheren Regionen, weil unten ist ja subtropisch warm. Da gibt es ja so etwas nicht. Die Tomaten auch. Die sind ja auch aus Manila. Das kommt dort alles von der Bergregion, Baguio oben. Dann haben wir die schönen kleinen roten Chili. Und hinter Schloss und Riegel, da lagern die hochprozentigen Produkte. Ja, hier haben wir alle Spirituosen da, die wir auch so für die Küche benötigen, für die Bars, zum Kochen. In Europa haben wir natürlich weniger. Aber viele Spirituosen gibt es auch auf der Welt nicht. Wenn man auch so internationale Spirituosen wie Ramazzotti oder andere Sachen, Aperol zum Beispiel hier unten. Und auch der administratorische Aufwand ist hoch. Stichwort Zoll.
Jetzt zum Beispiel in Vietnam müssen wir 3 Zollerklärungen abgeben. Ne? Also eine aus unserem System heraus und dann haben Sie noch 2 andere Zollerklärungen, die wir separat noch ausfüllen müssen. Da wollen Sie wissen, wie viel Whiskys wir haben insgesamt, wie viel Rums wir haben und so weiter. Was von unserer Zollerklärung, die wir normal ausfüllen, in Europa noch mal abweicht. Alles aber kein Grund zur Aufregung. Die Crew der MS Albatros weiß genau, worauf es ankommt. Ja, das Wichtigste ist der Liegestuhl. Das Zweite ist natürlich das gute Essen, gute deutsche Küche, aber auch kombiniert mit ausländischen Variationen und natürlich das deutsche Bier. So einfach ist das also. Unsere Empfehlung, einfach ausprobieren.